Mutter-Tochter-Trip. Ich habe das schon so oft auf TikTok gesehen und jetzt warst du völlig hier. Ich so, das kenne ich doch irgendwo her. Mama, was hältst du vom Airbnb? Yeah. So, mal gucken, ob mein Rucksack durchkommt. Der ist ein bisschen zu groß. Ob es jetzt das Beste ist, I doubt it. Girl with old. Und? Lecker? Guten Morgen, Party People von Guten mir Morgen. Und meiner Mama. Müde. Es ist 7.51 Uhr, also inzwischen ist es voll die normale Zeit, wir müssen langsam wach werden. Aber wir sind um 5 Uhr bzw. 4.30 Uhr, beziehungsweise nein, du warst schon um 2 wach. Ich war um 2 wach. Es ging um nicht mehr. 2 wach und dann konnte ich auch nicht mehr schlafen. Deswegen haben wir schon Kaffee am Start. Und wir fliegen gleich nach London und dann nehmen wir uns natürlich mit bei unserem Mutter-Tochter-Trip. Oh, das klingt so altbacken. Mutter-Tochter-Trip. Wir müssen einen cooleren Namen finden. Da werde ich noch mal eben drüber nachdenken. Girls Trip. Das ist aber sehr basic. Ja. Cooler Girls Trip. Young Girl with Old Nein! Ja, wir warten jetzt auf jeden Fall auf das Gate. Wir fliegen mit Good Old Ryanair. Also mal gucken, ob mein Rucksack durchkommt. Der ist ein bisschen zu groß. Wir drücken die Daumen. Wir drücken die Daumen, sonst muss ich nachzahlen. Erstmal unsere Koffer weg. Wir haben das online gebucht und hier soll so eine Kofferstation sein. Das kostet für zwei Koffer und ein Backpack 14 Pfund oder so. Wir haben jetzt unser Gepäck abgegeben und sind jetzt hier erstmal frühstücken gegangen. Wir haben das Gepäck übrigens jetzt einfach über eine App abgegeben. Ich kann euch das hier sonst mal hinschreiben. Das war echt super günstig. Ich weiß gar nicht, ob es das auch in anderen Ländern gibt, aber das ist ja super praktisch und easy gewesen. Wir haben jetzt auch so Nummern bekommen und dann können wir das nachher wieder abholen. Wir sind jetzt hier in Paradise Green. Das ist hier auch sehr in der Nähe und es sieht wirklich super fancy aus. Das gefällt uns, ne Mama? Auf jeden Fall. Jetzt weißt du schon, was du nimmst? Ich habe hier gerade den Übersetzer und ich glaube, bohnenrosa eingelegte Zwiebeln, nee, Green Portobello. Oh, was ganz Neues. Ihr wisst schon, was ich nehme. Das Avocado-Brot mit Ei und Cappuccino. Muss ich das auch nehmen. Aber du kannst ja auch bei mir probieren. Dann kann ich auch bei dir probieren. Ja. Aber ich nehme das immer, das ist der Running Gag. Ihr wisst es. Schaut mal, wie gut das Essen von meiner Mama aussieht. Das sieht interessant aus, ja, ne? Ja. Ja. Meins sieht auch super lecker aus, aber halt wie ein Avocado-Toast aussieht. Mit Burrata oben drauf, ne? Nee, mit Ei. Ach, mit Ei? Poached Egg ist das. Oh, ja. The new approach to commercial English. Was? Das war mal ein Buch bei mir, was ich irgendwie in der Handelsschule, höhere Handelsschule hatte ich das, glaube ich. The new approach to commercial English. Und dann musstest du das lesen und den lernen. Den Titel, weiß ich noch. Nee, das war das Schulbuch damals, glaube ich. So. Also ich weiß nicht mehr, wie mein Englischbuch hieß, to be honest. Ja, dann würde ich sagen, probieren wir das mal, ne? Die Servietten sind schon fein. Wow, das sind aber tolle Servietten. Okay, probier mal. Ich bin gespannt, wie du das findest. Ja gut, der Pilz schmeckt sicher gut. Was ist das denn hier? Das ist der Portobello-Pilz, das ist der große Pilz. Das kleine und große Pilze. Und Brot ist da auch irgendwo. Lecker. Lecker? Mhm. Oh, der Blick. Sehr lecker. Mhm. Very good. Das Einzige, was wenig ist, ist das Brot. Dieses Ei. Wir machen jetzt mal den Live-Test, ob dieses Avocado-Brot das beste Avocado-Brot meines Lebens wird. Mhm. Also es ist schon sehr lecker. Es ist super kross. Vielleicht ist das Brot auch einfach schwarz, weil es verbrannt ist. Sehr lecker. Salz muss ich trotzdem noch nachmachen. Aber es ist schon wirklich, wirklich gut. Ob es jetzt das Beste ist, I doubt it. Das Frühstück war auf jeden Fall richtig lecker. Es war ein bisschen wenig. Also mir hat wirklich Brot gefehlt, weil das eine, das war dann auch noch eine gebratene Aubergine. Das war ja dann kein Brot. Ach ja, so, ja. Oder meinst du Pilz? Nee, ich habe Pilz und Aubergine war auch nicht. Also in 2 Stunden können wir auf jeden Fall wieder was essen. Aber jetzt laufen wir erstmal zu Tower Bridge. Das ist eine halbe Stunde entfernt. Die haben wir beide noch nicht gesehen. Das muss man ja einfach sehen, wenn man in London ist. Ich habe sie einmal gesehen, ich bin einmal dran vorbeigefahren. Wir waren
waren inzwischen schon Kaffee trinken und shoppen, wie ihr gesehen habt. Ich habe mir ein Lipgloss gekauft von Kylie Jenner, dieses Drip Gloss. Und ich wollte es schon so lange haben, weil ich die Werbung dafür echt schon länger gesehen habe. Aber ich glaube, es gab es bisher nur online in Amerika. Und ich habe es mir gekauft, ich habe es drauf gemacht und ich finde es nicht gut, weil es bappt einfach so zusammen. Wir sind jetzt auch im Airbnb eingecheckt und wie ihr seht, es ist einfach super klein. Mama, was hältst du vom Airbnb? Yeah! Gar nichts, hey, Mama, vom Airbnb. Man muss es in Relation sehen. Ich war zuletzt in New York mit dir. Ein Riesenzimmer, eine geile Aussicht. Die Aussicht ist okay, aber es ist hier kalt und es ist nicht mal wie in der Jugendherberge. Es ist schon ein bisschen strange, aber wir machen und schöne Tage auf jeden Fall. Ja, irgendwie, man schläft ja nur. Wir hatten erst ein Hotel im Blick, aber es ist teurer geworden. Das Airbnb kostet jetzt für eine Woche 850 Euro ungefähr. Ist halt auch noch teuer. Wir versuchen einfach so wenig wie möglich in diesem Airbnb zu bleiben. Deswegen gehen wir jetzt auch direkt raus und zwar was essen. Ich habe richtig Hunger. Und zwar werden wir gleich vietnamesisch essen gehen. Der Laden ist hier auch direkt nebenan sogar. Und ich weiß gar nicht, ob du schon mal richtig vietnamesisch essen warst. Ich glaube nämlich nicht so. Wir haben ja auch schon mal Ramen zusammen gegessen, Mama und ich, in New York. Das war gut. So, Freunde, ich habe mir eine Pho-Suppe bestellt mit extra Pak Choi und Eigelb. Irgendwie dachte ich, es wäre ein Ei, aber es ist tatsächlich nur das Eigelb. Und Mama hat sich ein Curry bestellt, Spicy Curry. Sieht auf jeden Fall auch lecker aus, sehr cremig auf jeden Fall. Scharf? Schmeckt aber gut. Also süß scharf. Okay, eigentlich muss ich hier erst das ganze Grünzeug reinmachen. Aber ich probiere jetzt einfach mal die Suppe mit euch. Meine Suppe schmeckt auf jeden Fall auch richtig gut. Die Brühe. Was macht eigentlich mein Haar hier? Das Essen war auf jeden Fall super lecker. Und jetzt sind wir noch einkaufen. Und zwar wollten wir noch so ein, zwei Sachen holen für morgen früh. Also meine Mama wollte gerne morgen früh frühstücken im Airbnb. Was hast du schon gefunden? Frischkäse. Boah, hier sind die Proteinsachen, Leute. Mango-Joghurt. Auch solche Quetschies. Ich habe das Gefühl, das könnte ziemlich teuer werden, weil das Markenprodukt ist. Aber Mango hört sich auch echt gut an. Ich glaube, das nehme ich mal mit. Guten Morgen, Leute. Heute ist der nächste Tag und wir sind schon fleißig. Und zwar waren wir gerade hier im Harrods. Ich habe gefühlt an 150 verschiedenen Parfums gerochen und 3 Milliarden Taschen gesehen, die ich schön fand. Ich habe jetzt mal 3 Parfums hier ausprobiert und vielleicht kaufe ich mir eins. Also mal schauen, weil hier gibt es wirklich Sachen, die es sonst nicht so oft gibt. Also vielleicht auch ein paar im Alsterhaus, aber ja, hier gibt es schon wirklich eine riesen Auswahl, muss man sagen. Und genau gegenüber ist jetzt hier so Elaine oder L&Ain. Ja, ich habe das schon so oft auf TikTok gesehen und jetzt war es zufällig hier. Ich so, das kenne ich doch irgendwo her. Und deswegen wollten wir hier jetzt mal was essen und ja, mal schauen, wo wir jetzt hinsetzen, weil ich glaube, draußen ist das Wetter gerade gut. Sieht aber nach Regen aus. Aber drin ist es, glaube ich, interessanter. Aber wir gehen jetzt mal rein. Ich zeige euch mal das Ambiente, weil es sieht auch super crazy aus, halt genau nach so einem TikTok-Spot. Baby girl, you're so fine. I can get you off my mind. Ooh girl, na na. Ooh girl. Mama, was hast du dir denn bestellt? Ja, irgendwas mit Mozzarella innen drin, mit Käse. So ein Grund Käse und Croissant. Oh, und ich komme gar nicht rein. Herbe ich zusammen. Lecker. Jetzt komme ich in die Füllung. Das ist der perfekte Happen. Den müssen wir noch als Foto machen. So, ich habe jetzt hier mein Stück von dem Avocado-Brot. Ich bin sehr gespannt, wie das schmeckt. Vor allem sieht es so ein bisschen ungewürzt aus. Also wahrscheinlich muss ich nach Salz und Pfeffer fragen. Also der Simit ist richtig weich und lecker. Ich würde sagen, die Avocado ist so ganz leicht gewürzt. Aber es schmeckt auf jeden Fall sehr lecker. So wie man es kennt. Und diese Simit ist auf jeden Fall eine schöne Abwechslung. Meine Mama schwärmt so von dem Croissant, dass ich das jetzt auch mal probieren muss. Ja, schneid mal was ab. Ich bin nicht so der Croissant-Fan. Aber es sieht immer so nice aus, deswegen muss ich es immer wieder probieren. Ich esse immer alles mit Avocado in diesem Video und du isst immer alles mit Pilzen. Das ist echt sehr lecker. Wirklich gut, hätte ich gar nicht gedacht. Was ist das für ein Käse? Und wir haben sogar noch was bestellt. Das ist auf jeden Fall ein bisschen interessanter. Ich bin so gespannt. Wir haben noch French Toast bestellt. Und das ist das erste French Toast von meiner Mama. Deswegen bin ich so gespannt, wie sie das findet. Schneid aber hier unten an. Ich lasse das Design noch erhalten, ja? Ich schneide mal richtig rein. Richtig rein? Richtig rein. Jetzt musst du auch so richtig durch die Creme. Oh, der Banane. Nein, die darf da gerne hängen bleiben. Mama mag nämlich keine Banane. Oh mein Gott. Ja, diese Creme, die ist auch so lecker. So, jetzt kommt's, der große Moment. Und? Lecker?
Kriege ich jetzt nichts mehr ab? Nee. Oh, lecker. 10 von 10? 20. Ist besser? 20 von 10? Nein, das stimmt auch nicht. Aber also das eben war schon echt 10 von 10. Und dieses normale Moment? 10. Du Sternchen, du Sternchen, du Sternchen. Oh. Mega. Boah, das sieht so gut aus. Das ist einfach so Butter-Brioche-Brot mit dieser Lotuscreme. Hier ist, glaube ich, nur Lotuscreme drauf, aber die gibt es zum Beispiel auch in Deutschland, im Glas, so wie Nutella. Soll ich dir die mal kaufen? Musst du immer kommen und das genau so anschauen. So, Freunde, wir haben fertig gegessen. Und wie fandest du denn das Essen? Super lecker, da gehen wir immer wieder hin. Also nein, immer wieder, glaube ich, jetzt nicht. Glaube ich auch nicht. Aber es war echt super lecker und ich muss sagen, ich dachte, wir werden so zum Schluss kommen, so, ja, es ist halt so ein TikTok-Laden, der sieht gut aus, aber es schmeckt nicht so lecker. Aber es war wirklich richtig lecker. Es war wirklich lecker. Ja. Der French Toast, mein Gott. Ja, also da bekommt man auf jeden Fall ein super cooles Design, eine witzige Umgebung, hat was für Fotos, das Essen sieht gut aus, aber schmeckt halt auch noch. Jetzt gehen wir hier noch ein bisschen rum, stöbern ein bisschen und mal gucken, ob wir noch was shoppen werden oder nicht, aber das werde ich euch dann auf jeden Fall zeigen. Willkommen an unserem dritten Tag in London. Ich war heute Morgen schon joggen. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich wusste nicht, wo ich langlaufen soll. Dann habe ich einfach Big Ben eingegeben und es hat auch ganz gut geklappt. Und ich war tatsächlich dann bei 10 Kilometern. Jetzt sind meine Mama und ich erstmal wieder beim Piccadilly Circus in der Nähe. Hier gibt es nämlich einen Laden, der heißt der Avocado Show. Und hier ist alles mit Avocado. Und weil wir hier gerade ja eh in der Nähe waren, dachten wir, gehen wir hier mal essen. Weil ihr wisst, ich liebe Avocado. Meine Mama mag auch richtig gerne Avocado. Und es sieht auch wieder fancy aus und ist ja auf jeden Fall nice, wenn wir hier so ein paar fancy Spots ausprobieren. Was hast du dir denn bestellt? Avocado. Mit Ei und mit Salatblättern und im Burger irgendwie. Und mit Mayonnaise, glaube ich, noch drin. Also ich bin gespannt. Schmeckt bestimmt gut. Ich habe mir tatsächlich so ein Pokeball-Ding bestellt, weil es auch richtig cool aussah. Und es war mit Avocado natürlich, mit Reis, mit Lachs und auch mit Trüffelmayo. Und ich habe echt Hunger. Deswegen dachte ich, macht mich das wahrscheinlich ein bisschen satter, als wenn ich mir schon wieder einen Avocado-Toast bestelle. Also hört hier leider unser Avocado-Test-Toast auf. Ich habe mir nicht den dritten Tag in Folge einen Avocado-Toast bestellt. So, ich probiere jetzt den Burger. Aber es verfällt alles. Schmeckt aber sehr gut. Schmeckt super? Mhm, sehr gut. So, ich mache erstmal direkt ein bisschen Salz drauf. Ihr kennt mich. Und jetzt probieren wir das Ganze mal. Ich weiß, ich sieht so ein bisschen klein aus, so habe ich das Gefühl. Bin ich in der Mitte? Dann haben wir dann Essig. Ja, schmeckt lecker. Irgendwie so wie erwartet. Und das Besondere ist ja auch noch, ich glaube, das ist mit Naturreis, weil der ist so ein bisschen braun. Dann haben wir noch Wakame, Edamame und Mango. Das lassen wir uns jetzt schmecken. Best friend didn't care about the rules, good on the weekends. Mama und ich sind gerade wieder was essen. Wir waren ja gerade noch kurz in dem Sky Garden. Der ist übrigens umsonst. Und hat man echt eine schöne Aussicht über London. Und jetzt sind wir in der Nudelbar, wo Martin und ich auch schon waren. Also ich verlinke euch mal das Foodspot-Video von London. Ich meine, da war das drin. Also schaut das unbedingt an. Da seht ihr auch noch ganz viele Foodspots. Hier sind wir jetzt wieder hingegangen, weil ich es so lecker fand. Und ich habe mir tatsächlich genau die gleiche Suppe nochmal bestellt. Mama hat sich die Nudeln mit Entel und Frühlingszwiebeln bestellt. Und wie findest du das? Lecker, aber Gerne Chili. Ne? Ja, wir mögen ja scharf. Und es sind einfach so handgezogene Nudeln. Ich finde es richtig, richtig gut. Also wenn ihr es schafft, dann kommt ihr auf jeden Fall her. Wieder zu Hause und ich dachte, ich zeige euch mal ganz schnell, was ich mir jetzt gekauft habe in London. Und zwar habe ich ja schon von diesem Gloss Drip gesprochen. Ich wollte es schon echt lange haben, aber irgendwie kann ich euch das nicht empfehlen. Ich habe es zwar gerade auch drauf und es sieht auch schön glossy aus, aber irgendwie vom Feeling her ist es einfach zu klebrig, meiner Meinung nach. Dann habe ich mir was richtig Nices gegönnt und zwar zwei Sachen von Yves Saint Laurent. Einmal das Puder und einmal den Bronzer und ich finde, die sehen so schön aus, also unnormal. Ich habe mich da beraten lassen und die Frau war so nett, die mich beraten hat. Wirklich, sie hat mein komplettes Make-up gemacht, sie hat mir alles zu den Produkten erzählt und irgendwie konnte ich dann gar nicht anders, als was zu kaufen. Ihr wisst, ich habe genug Make-up noch von damals, von Beauty-YouTube, aber das sieht doch einfach so schön aus. Ich muss euch mal hier kurz abstellen. Es kann einfach nicht sein, dass ich immer noch nicht mein Stativ gefunden habe. Aber ich habe mir noch diese Hose hier mitgenommen, also richtig süß. Ich finde, die sieht total lässig aus und ich habe die auch in hellblau gesehen mit so weißen Streifen und die werde ich
mir noch bestellen, denke ich, weil die fand ich auch sehr, sehr cute, aber die gab es nicht mehr und ich denke, das könnte ein ganz lässiger Fit sein. Erinnert mich voll an so diese ganzen Dänemark-Girls und sowas. Und so eine ähnliche Hose habe ich mir noch als Shorts mitgenommen, auch richtig, richtig süß. Dann habe ich mir noch zwei Lipglosse gekauft, einmal dieses hier von Dior, das ist die Nummer 010 und das sieht so richtig schön aus. Das hat so pinke Schimmerpigmente da drin und noch eins in hellrosa, das ist aber gerade in meiner Tasche und die stehen auch schon so lange auf meiner Wunschliste und ich dachte mir, okay, jetzt kann ich sie jedenfalls in London kaufen, dann erinnern die mich auch immer an London. Also ich merke gerade, dass das echt ein paar teurere Beauty-Produkte waren, aber das war es auch schon, mehr habe ich nicht gekauft. Ich habe übrigens auch kein Parfum mitgenommen, weil ich mich dann irgendwie nicht entscheiden konnte und dann dachte ich so, okay, ich warte lieber noch ein bisschen länger. Übrigens, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Meine eigenen Shirts sind jetzt online. Ihr könnt die gerne mal anschauen und shoppen. Ich verlinke die euch gerne in der Videobeschreibung. Schaut da also auf jeden Fall mal vorbei. Die sind auch perfekt für den kommenden Sommer. Von vorne sind die eher schlicht und minimalistisch gehalten und von hinten haben die dann sehr, sehr schöne motivierende Aufdrücke. Das hier ist jetzt das Motivation Club Shirt. Es gibt noch Keep Going, Keep Glowing. Da ist so die Message dahinter, dass wir von innen heraus strahlen, während wir an unseren Zielen arbeiten. Ich finde das richtig cool. Ihr wisst ja, die Marke Noid soll allgemein euch motivieren. Ihr sollt euch gut dabei fühlen, wenn ihr die Sachen tragt. Und dann gibt es noch das Matcha Addicted Shirt. Ihr wisst, ich liebe Matcha, deswegen durfte das auch nicht fehlen. Das war's jetzt aber schon mit dem Video und mit dem Vlog aus London. Ich hoffe, er hat euch gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!